Und das liegt hauptsächlich an dieser Brücke. Okay. Indianer-Umsiedlungsgesetz beschlossen. Verhandlungen mit Stämmen beginnen. Das lange umstrittene Gesetz zur Umsiedlung der Indianerstämme östlich des Mississippis tritt mit dem heutigen Tag in Kraft. Die Regierung ist nun dazu ermächtigt, mit den betroffenen Stämmen Verhandlungen über deren freiwillige Zwangsumsiedlung zu führen. Ja, freiwillige Zwangsumsiedlung. Kritikern des Gesetzes hielt Präsident Andrew Jackson entgegen der Fortschritt erfordere, das nun einmal sich vorwärts zu bewegen. Freakshow der Superlative, Zwerge und Riesen, die unsichtbare Lady und in der Dampfmaschinenmann, das Mädchen mit den sprechenden Haaren, Tobi der agnostische Waschbär und das Ding, halb Mensch, halb Spieleerfinder, der grüne Wüterich und die Frau im blauen Strampelanzug. Kommen und bestaunen Sie diese Geschöpfe in BJ Shackhams Freakshow. Was Brian Jackson's, Jacksons oder wie? Bohnen. Kann man. Das sieht so Skolber aus irgendwie. Bohnenzüchter legen nach. In einer Energiekrise vorzubeugen, helfen uns nun auch Bohnenzüchter aus Texas. Die Sorte, die sie anbauen, sind besonders abgasintensiv. 3000 Meilen Umweg und so weiter. Diese Reise hat sich Mr. Hunting wohl anders vorgestellt. Er wollte von St. Louis, Illinois nach Portland, Oregon, doch die Anliegens 4 für angemietete Postkutsche brachte ihn nach Portland, Maine. Einen Trost wird Mr. Hunting gehabt haben. Er verstarb. Oh. Eieieiei. Na gut. Passiert, würde ich sagen. Och nö, Spyrus hat ja auch Bier. Von Spyrus würden wir wahrscheinlich sogar ziemlich gut irgendwo hinkommen, ne? Von hier nach Spyrus. Ja gut, wenn man jetzt nicht unbedingt da übers Meer gehen würde. Ich baue da einfach auch schon mal einen Bahnhof hin. Dann müssen wir mit, dann schaffen wir das mit dem Bier leider nicht. Wie es aussieht. Schaffen wir das überhaupt, dass die Produktionssteuerung irgendwie stattfindet? Nee, ich glaube nicht, ne? Wie haben wir dann überhaupt auf Lager? Wir stagnieren ja so bei. Probleme in Pittsburgh. Reporter deckt Missstände auf. Seien schon dieser Tage kein leichtes Spiel mit den Bürgern von Pittsburgh, denn nun geht auch noch das Postaufkommen zurück. Begonnen hatte alles nach einer Reihe von Enthüllungen über Sicherheitsmängel und schlechte Arbeitsbedingungen. Hä? Wir haben doch erst angefangen, ja? Gibt's doch gar keine Bedingungen. Das nächste hiervon konnte bislang beschädigt werden, doch die Bürger von Pittsburgh sind los auf Bahnhöfe und Züge bis auf weiteres vergangen. Ja, leck mich doch an der. Was doch immer. Mein Reporter hat nichts als Wahrheiten aufgedeckt. Halt die Fresse. Nix hat er getan. Außer gelogen, stunken und gelogen. Und er stinkt immer noch. So. Ich bin mir überlegen, ob wir. Einfach um nochmal ein bisschen mehr hier reinzubringen. Das verbinden. Brauchen wir natürlich noch hier zwei Gleise. Ach, zwei Gleise, sage ich schon, zwei Signale.
Bilanz pro Woche 2000. Macht ja schon ein bisschen mehr, ne? Zuglinie richten jetzt von Horbinson Lichtung nach dort. Und wir gehen natürlich auch nur auf Fracht. Buffalo wächst! Wuhu! Buffalo! Natürlich haben wir nicht genügend Geld, um irgendwas anderes hinzubasteln. Lokomotive wählen, nehmen wir wieder die. Kann bis zu drei Industrien verfügen, ja. Yep. Legt sie über 60%, kann die Stadt wachsen. Was denn für. Okay, besser die Eisenbahn. Und die Versorgung erkennt man an den deiner Bedarfsbedeckung. Das ist doch hervorragend. 7000 Holz ist ja mal richtig geil. So, oh Gott, so viele Leute wieder dazugekommen. Stationsvorsteher, was macht denn der? Auf jeden Fall die Abläufe in allen Bahnhöfen und senkt dadurch die Bezeiten für die Abfertigung von 5%. Oh, nehmen wir doch. Da war doch noch was. Freie Mitarbeiterin, Erfinder. Schalte Ideen. Einstellungskosten 34.000. Ja, dafür brauchen wir erstmal ein bisschen Geld, würde ich sagen. Industrien. Diese Waren können gescheiten gefragt werden und so weiter und so fort. Landbahnhöfe richten haben wir schon getan. Pittsburgh geht leider down von den Einwohnern. Das ist natürlich scheiße. Aber es liegt ja auch daran, weil die gerade keinen Bock mehr auf uns haben. Ist eigentlich der Zug hier komplett... Ja, der deckt die gleichen Missstände auf. Halt doch die Klappe mit deinen Lügereien. Forschung, 260 Punkte. Katze raus, da wird häufiger freie Fahrten ermöglicht. Das klingt doch gar nicht mal so übel. Profil ist doch ganz gut dabei. Ach, da wurde auch schon wieder was gebaut, ne? Hallo, hallo! Neu im Geschäft? Kein Drama, jeder fängt klein an. Stoff? Wo kriegen wir denn Stoff her? Eine Mine? Kohle produziert. Ja, Katze. Wir haben einen Baum... Wollfeld. Natürlich gibt es hier wieder zufällige Pannen. Ich glaube, ich bastel auch hier noch ein Wartungsgebäude für 80 Tacken rein. Sind wir quasi schon wieder bei der Ausgangsposition, die wir vorher hatten. Noch so viel zu ver... Ach, ich bin ja blöd. Wird ja, glaube ich, durch mit dem Viehtransport. Ah ne, das produziert ja nur Leder, wir brauchen Stoff. Sehenswürdigkeiten kann man jetzt bauen. Eine Weberei bräuchten wir vielleicht. Wäre doch gar nicht mal so schlecht, eine Weberei wohin zu basteln, oder nicht? Wo gibt es eine Weberei? Wahrscheinlich nirgendwo, noch nirgendwo. Ist auch zu teuer. Schaffen wir aktuell auch nicht. Neuer Bewerber als Zugbegleiter. Ja, warum nicht?
So, Pittsburgh könnte man langsam. Okay, das zu pushen bringt ihm nicht so viel. Was das betrifft, das wahrscheinlich werde ich dann sagen, dass wir dann hier. Ich glaube, wir werden das auch machen, dass wir. Und dann von hier aus dort rüber. Jetzt, ich kann nicht, oh, keinen Platz hier haben. So, die Frage ist, wie machen wir das jetzt? Wir bräuchten auf alle Fälle hier ein Signal. Wahrscheinlich auch noch hier ein Signal. In dieselbe Richtung. Und hier ein Signal. Das müsste. Ich da hätte 20.000 geboten. Stimmen deine Bücher nach dieser Auktion noch? Mal gucken, ob das so funktioniert. Ich bin da mir noch nicht so sicher. Wir werden auf alle Fälle diesen Zug etwa Tonnen von Fleisch drin bringt. Den werden wir nach hier bringen und das hier. Oh Gott. Ah, okay. Pittsburgh werden wir wegschalten. Die möchten scheinbar kein Vieh. Oh Gott, das geht aber echt ratzfatz hier. Knallkapsel, Zuverlässigkeit. Warum nicht? Und dann können wir auch noch hier den John Bull freischalten, würde ich sagen. Technischer Fortschritt, nicht etwas Wunderbares. Ja, es ist was Wunderbares. Ist natürlich ein bisschen ungünstig. Das ist so schweineteuer ist, nach New York zu bauen. Und es ist ja leider nicht möglich, noch Zwischensachen zu basteln. Ich könnte, glaube ich, theoretisch gesehen auch keinen weiteren Landbahnhof hier hinsetzen, oder? Könnte ich theoretisch gesehen. Ist das möglich? Wahrscheinlich nicht. Nee, schade. Das
nehme ich. Ne, ich kann ihn nicht. Das Gleis gehört nicht mehr, alles klar. Geht wohl auch. Oh, Prämie von der Industrie. Nice. Okay. Wir haben uns natürlich genau das Gebiet gesucht, was einfach nur richtig hügelig ist. Ich glaube, ich werde einfach so ein bisschen. Und wir kommen. Wie viel? Das ist auch schon wieder eine Million, ne? Wahrscheinlich wegen dieser blöden. Dieses blöden Gebiets dort. Wir können erstmal bis dort bauen und dann weiterhin Geld sammeln. Vielleicht mal gucken, wie wir das dann hier machen könnten. Und dann hier vorne irgendwie rüber, und dann kann man irgendwann nach Albany verbinden. Und dass man dann irgendwie dann sich dort so verknüpft. Und halt irgendwie darüber geht. Das kriegen wir, glaube ich, noch so hin mit ungefähr. Mit nicht allzu viel. Entlang ihrer Route. Okay, dann sollten wir vielleicht da oben auch nochmal so was platzieren. Saboteur, den können wir vielleicht sogar gebrauchen. Weil manche von den Flachzangen gehen schon langsam echt gehörig auf den Nerven. Was haben wir denn hier? Lokschuppen. Ohne Aufgabe ist der Zugbegleiter. Das ist ja interessant. Lokschuppen. Ach, wir haben eine neue bekommen. Importiert aus England kann die Long. Ja, kann die John Bull mit ihren horizontalen Langkessler und den innenliegenden Zylindern bereits eine beachtliche Leistung erzeugen, der grundsätzlich einen Wurf würdig durchsetzen. 21 Miles per Hour, Treibstoff Kohle. Okay. Kosten 57.000. Da braucht man natürlich schon Kohle, ne? Treibstoff wahrscheinlich. Wir kaufen die einfach mal und setzen die jetzt ein zwischen Buffalo und Pittsburgh, um mal zu testen. Ob das Ganze so funktioniert. Jetzt wartet der auf freies Gleis. Ist da eine Wartor. Eine neue Lokomotive donnert durch die Weiten Amerikas. Die John Bull wurde in der englischen Werkstatt des bekannten Lokomotivenbauers Robert Stephenson oder Stevenson gebaut und per Schiff mit an der Atlantik geschafft. Seit ihrer Montage in Bordentown ist die John Bull erfolgreich im täglichen Einsatz. Ja, erfolgreich im täglichen Einsatz. Wir haben ja gerade erst begonnen. Einsatz, der bereits bei englischen Lokomotiven erprobte Aufbau mit horizontalem Boiler ist in den bisher eingesetzten Maschinen mit vertikalen Boilern in vielerlei Hinsicht überlegen und somit sicherlich zukunftsweisend. Auch nicht schlecht.
Bigfoot gesichtet. Chinesische Bahnarbeiter haben bei Sprengarbeiten in den Rocky Mountains angeblich Bigfoot gesehen. Der Gleisbauvorsteher Peng Ai Weng. Was? Peng Ai Weg? Ernsthaft? Peng Ai Weg habe durch die Wucht einer Explosion seine Brille verloren und beim Suchen in der Ferne die legendäre Kreatur entdeckt. Sehr vertrauenswürdig. Also nicht vertrauenswürdig. Mann steckt im Goodie fest. In Chicago musste ein 37-jähriger Mann von der Feuerwehr gerettet werden, weil er bis zur Hüfte in einem Goodie feststeckte. Kopfüber oder normal? Wie er dahin reingeraten war, wusste er selbst nicht mehr. Ich kann mich erinnern, wie jemand einen silbernen Koffer geöffnet hat. Dann wurde es immer um mich herum dunkel. Was? Neuer Revolver von Stoll. Die Redaktion hat für kurze Zeit den neuen Automatikrevolver Lorbringer mit Sicherheitshammer, ausschwenkbarer Trommel, Hülsenauswerfer und integrierter Bierflaschenhalter getestet. Das Schießeisen ist ideal für präventive Notwehrexzesse geeignet und ihm liegt ein Gürtel für 40 Patronen bei. Eieiei. Was wollte ich machen? Mitfahren. Ich wollte mitfahren und gucken, wie das ist. So, die eine wartet da schön, das ist gut zu sehen. Das scheint wohl zu funktionieren, so wie ich mir das gedacht habe, auch wenn ich ehrlich gesagt das nicht so wirklich vermutet habe, dass es so sein wird, dass ich jetzt einen Abend, Sascha, dass ich das mit den Signalen hinbekomme. Ja. Kommt da jetzt der Viehzug oder weswegen müssen wir jetzt hier warten? Scheint mir so. Demnach würde das ja funktionieren, dass der Viehzug auch wirklich über dieses Gleis fährt, wie ich es mir gedacht habe. Okay, das war jetzt ein, wieso fährt denn, warum fährt denn der Viehtransporter immer noch nach Pittsburgh? Kann mir das mal jemand erklären? Wir fahren ja nach Pittsburgh und in Pittsburgh soll er gar nicht mehr hin. Naja, wie auch immer. So, das funktioniert. Oh, das wollte ich nicht. Das funktioniert also zumindest schon mal so insoweit, dass. Ach, der war wahrscheinlich gerade nur bei der Werkstatt oder so. So, das. Der John Bull fährt uns natürlich noch nix ein. Und ja, Pittsburgh. Lederfüll. Den Rekord gönne ich dir, aber der nächste gehört wieder mir. Was ist denn für ein Rekord? Irgendwie bekommen wir davon nichts weg. Oh. Sag mal, ist das jetzt nur noch Zeitung lesen geworden oder was? Oh, Moment. Die schafft doch eigentlich die John Bull. Die John Bull 0-4-0. Die schafft doch eigentlich nur 21 Miles per Hour. Dann ging es wohl ordentlich bergab. Win! Neuer Rekord. Die Lokomotive der Eisenbahngesellschaft Seidenspinner erzielte am gestrigen Tag die neue Rekordgeschwindigkeit. Dabei war der Zug auf einer Haupt... auf einer Hauptverbindungsstrecke unterwegs. Bei dem bahnbrechenden Rekord wurde anschließend mit Bier und Whisky angestoßen, obwohl wir noch kein Bier haben. Denn nach New York kommen wir noch gar nicht. Wie viel Geld haben wir denn noch? Okay, wir brauchen noch Geld.
Wir könnten gespannt sein, wann der nächste Rekord erreicht wird. Doch langsam ist es fraglich, wie schnell so eine Lokomotive noch werden kann und wo uns der Fortschritt eines Tages hinführen wird. Über 100 Miles per Hour vielleicht? Fürstliches Trinkgeld. Salt Lake City. Mary Jane staunte nicht schlecht, als sie von einem Gast $250 Trinkgeld erhielt, nachdem er die Rechnung für sein Frühstück beglich. Ihr Chef, der Besitzer des Diners, heiratete sie noch am gleichen Tag. Die spinnen die Amis. Vom Blitz getroffen, New Orleans. Der Schuhputzer Willy Rothstein wurde Rothstein, was auch immer, wahrscheinlich Rothstein, wurde während des gestrigen schweren Gewitters vom Blitz getroffen. So etwas kann passieren, sagen Wetterexperten. Doch für Willy ist es bereits das zweite Mal in diesem Jahr. Beide Male saß er in seinem Klohäuschen im Garten. Ja. Weiß man zumindest schon mal, was man nicht machen sollte, wenn es gewittert. Ins Klohäuschen gehen und warten, bis es vorbei ist. Freakshow oder Superlative ist nichts Neues. Und es ist auch nichts Neues, dass, wie gesagt, Pittsburgh vor sich hin dümpelt, nehmen wir es mal so. Vielleicht ändert sich ja das noch mit unserer weiteren Strecke von Pitbull, von Buffalo nach Pittsburgh. Wie komme ich jetzt auf Pitbull? Hier gibt es doch gar nicht Pitbull oder so, oder? Kann das sein? Ausweisgleise errichten. Und was andere war, weiß ich gar nicht mehr. Ja, haben wir ja mehr oder weniger schon. Vielleicht sollen wir das dann erweitern bis nach da hinten. Hey,